Um sich den zukünftigen Radweg besser vorstellen und abschätzen zu können, welche Arbeit in welchem Ausmaß für die Herstellung ansteht, benötigen wir verschiedene Planunterlagen. Diese Planunterlagen müssen uns bestimmte Informationen geben. Wichtig ist zu wissen, wie der Radweg verlaufen soll. Um die Maßnahme von Frau Wasmer von vorhin aufzugreifen, hier die kurze Radwegeführung an der L212 in Geisweiler. Eine weitere Information, die wir wissen müssen, ist die Aussage, ob starke Höhenunterschiede im Gelände entstehen, die eine Fahrt mit dem Fahrrad erschweren. Wenn es zu steil wird, müssen wir den Verlauf des Radweges etwas anpassen. Die grünen Flächen zeigen auf, wo wir Erdmaterial dazuschütten, um das bestehende Gelände zu verbessern bzw. anzupassen. Wie man da am Anfang sieht, diese braunen Felder, die zeigen auf, wo wir Erdmaterial abbauen müssen. Der Untergrund muss mit einer vorgegebenen Festigkeit aufgebaut werden, damit dieser Radweg für lange Jahre allen Einflüssen standhalten kann. Auf dem stabilen Erdplanum kommt immer eine Frostschutzschicht darauf. Anschließend kommt erst der Asphaltaufbau. Der Aufbau im vorherigen Plan zeigt uns nur den Regelfall. Je nach den Abschnitten kann es auch Änderungen geben, wie Anpassung an das Gelände oder zusätzliche Breiten oder Beginn von neuen Anlagen. Für das werden in regelmäßigen Abständen Profile hergestellt. Hier ist immer der Aufbau mit allen daneben liegenden Anlagen an dieser Position zu erkennen. Die Flächen neben der Fahrbahn gehören nicht immer dem jeweiligen Bundesland, der Gemeinde oder der Bundesrepublik. Oft gehören diese Flächen privaten Eigentümern. Um die Zustimmung dieser Eigentümer zu erhalten, müssen wir eine genaue Angabe darüber geben, in welcher Größe und in welchem Umfang wir in ihre Flächen eingreifen werden. Die hier in brauner Farbe eingezeichnete Fläche wird nach dem Bau ein fester Bestandteil des Radweges. In grüner Farbe dargestellte Fläche zeigt den vorübergehenden Anspruch, den wir während der Bauausführung benötigen. Hier wird Erdmaterial, Werkzeugcontainer, Baugeräte und weitere Einrichtungen der Baustelle aufgestellt oder zur Befahrbarkeit wird es benutzt. Diese Flächen werden nach Fertigstellung wieder in den alten Zustand gebracht und dem Eigentümer erneut überlassen. Vorhin habe ich kurz weitere Anlagen an einem Radweg erwähnt. Damit ihr euch darunter etwas vorstellen könnt, zeige ich euch hier ein paar. Hier seht ihr zum Beispiel eine Querungshilfe, die bei hohem Verkehr oder extremen Breiten sehr hilfreich für alle Verkehrsteilnehmer sind. Wenn das Radverkehrsaufkommen sehr hoch ist, ist auch eine Radwegunterführung eine gute Lösung, damit alle Verkehrsteilnehmer ohne Störungen ihren Weg weiterfahren können. Dasselbe gilt nicht nur für andere Verkehrsteilnehmer, sondern auch wie links in dem Bild bei Gewässern oder rechts bei Kleintierdurchlässen. Kommen wir nun zu unserem Radweg an sich. Ziel ist es, eine Radwegbreite von 2,50 Meter herzustellen, damit Begegnungsverkehr auch ohne Schwierigkeiten stattfinden kann. Der Sicherheitstrennstreifen zwischen dem Radweg und der jeweiligen Straße ist dabei mindestens 50 cm. Bei einer hohen Verkehrsstärke ist der Sicherheitstrennstreifen schon bei 75 cm. Für die Planung der Linienführung des Radweges sind verschiedene Kriterien zu beachten. Hier sind zwei Beispiele abgebildet. Die Radien bzw. Kurven in Abhängigkeit der zugelassenen Geschwindigkeit auf dieser Strecke und die maximale Länge, die bei einer bestimmten Steigung gefahren werden kann. Falls kein separater Radweg gebaut werden kann, ist es möglich, den Radfahrer auf der Fahrbahn durch Radfahrschutzstreifen sicher zu führen. Alle Kriterien, Richtwerte und Tabellen zur richtigen Anwendung der Kurven, Steigungen, Breiten, Trennstreifen und weiteren Details für Planung, Entwurf und Betrieb eines Radweges sind in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, kurz die ERA, immer nachzulesen. Zusätzlich gibt es Qualitätsstandards für das Radnetz BW, welches Frau Wasmer euch vorhin ebenfalls erklärt hat. Zu den Planunterlagen gehört auch immer ein Erläuterungsbericht dazu. Hierzu wird von der Ortslage, dem anstehenden Boden, Begründung der Maßnahme, voraussichtliche Kosten und Baubeginn ausführlich erklärt. All diese Pläne, die erstellt wurden, werden mit dem Erläuterungsbericht zusammen mit den öffentlichen Behörden und Unternehmen, die im Sinne der Öffentlichkeit tätig sind, wie zum Beispiel Strom, Wasser oder Netzversorger, abgestimmt. Je nach Zuständigkeiten und Antreffen von besonderen Anlagen wie Gewässern werden auch Genehmigungen eingeholt.
Das Wichtigste hierbei ist die Zustimmung der Eigentümer, auf deren Flächen wir diesen Radweg bauen möchten. Beanstandungen und Änderungswünsche können berücksichtigt werden, solange sie nicht entgegen der Richtlinien sind und die Verkehrssicherheit nicht verschlechtert wird.